Liebe Facebook, Instagram, Internetgemeinde, hi, herzlich willkommen zu meinem ersten Videoblog Holzner Rede Tacheles. Heute mit dem Thema The Influencer Goes Viral. Schimpfen oder impfen, das ist hier die Frage. Warum entscheide ich mich heute direkt in meinem ersten Blogpost was zur Influencer zu posten? Aus gutem Grund, wie ihr gleich hören werdet, von vorne gesagt, das hier, das möchte ich einmal zeigen. Wo ist die Kamera? Da. Das hier ist der 2019-2020 Saison vierfach Tod-Grippe-Impfstoff. Und das ist nicht irgendein Impfstoff, nein, das ist mein Impfstoff. Und zwar der hier vorgestern in diesem Arm gelandet ist. Und wie ihr seht, mir geht's gut. Ich habe weder eine Erkältung, noch habe ich grippeähnliche Symptome, noch habe ich Fieber, noch habe ich Gliederschmerzen, noch ist mein Arm geschwollen, sonst irgendwas. Mir geht's gut. Ich möchte auch gerne, dass es euch gut geht. Und deswegen erzähle ich euch jetzt, warum ich der Meinung bin, dass ihr im Speziellen euch auch gegen Grippe impfen solltet. Was sagt das Robert-Koch-Institut? Was sagt die Impfkommission zu dem Thema Influenza? Wer soll sich warum gegen Grippe impfen? Warum ist es gut? Warum ist es nicht gut? Wer soll es machen? Warum? Wie auch immer. Erste Empfehlung ist, alle Patienten über 60 Jahre sollen sich impfen lassen. Ältere Herrschaften haben oft ein abgeschwächtes Immunsystem, sind viel, viel empfänglicher, stecken sich leichter mit Grippe an. Zweitens, Schwangere. Schwangere haben eine andere Immunregulation, Immunmodulation durch die Schwangerschaft und da haben die viel, viel schlimmere Verläufe mitunter und deswegen empfiehlt auch die STIKO, dass sich Schwangere impfen lassen. Dritte große Gruppe sind die chronisch kranken Patienten. Das betrifft eben auch jüngere Patienten, die jünger sind als 60. Alle Patienten, die eine chronische Grunderkrankung haben, also beispielsweise ein Herzleiden, eine COPD, neurologische Grunderkrankung, was auch immer, die also regelmäßig wegen ihrer Erkrankung beim Arzt sind und Tabletten nehmen müssen, die sind auch viel, viel anfälliger für Superinfektionen, für Infektionen, die sich sozusagen auf eine Grippe draufsetzen können, wie Lungenentzündungen, wie Blutstrominfektionen oder ähnliches. Und deswegen sollen die unbedingt geimpft werden. Und die nächste große Gruppe, und deswegen mache ich diesen Post, damit ihr wisst, ob ihr euch impfen solltet oder nicht, ist die Gruppe der Leute mit Patientenkontakt. Also sprich, hallo Rettungsdienstler, hallo ZNAler, Krankenhausmitarbeiter, Pflegedienstmitarbeiter, ambulante Pflegedienstmitarbeiter, Feuerwehrleute, was auch immer. Also alle, die mit unbekannten Patienten, mit unbekannten Erkrankungen in Kontakt kommen und das Ganze aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen natürlich wollt ihr euch nicht mit Grippe anstecken. Und da ihr natürlich eine riesengroße Möglichkeit habt, weil ihr ständig beispielsweise im Rettungsdienst oder in der Notaufnahme mit Fluktuation von Patienten, vielen Patienten in Kontakt kommt, ist es wichtig, dass ihr euch schützt. Zweiter Grund, ihr kommt eben mit Patienten in Kontakt und Achtung, die Grippe hat eine Inkubationszeit von nur einigen Stunden bis zu 4 Tage, bei Kindern sogar bis zu 7 Tage. Das heißt, ihr wisst gar nicht, ob ihr ansteckend seid. Weil wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann seid ihr vielleicht schon Grippeüberträger für Patienten, die ganz großen Schaden davontragen, weil sie dann mit euch und somit mit der Grippe in Kontakt gekommen sind. Also ein Beispiel, ihr kommt aus Raum 1, wisst nicht, dass der Patient in Raum 1 tatsächlich auch schon für die Inkubationszeit in einer Grippe zählt, weil er sich irgendwo angesteckt hat. Der ist nicht geimpft, ihr seid nicht geimpft und geht in Raum 3 und dort sitzt irgendwie die Patientin, die zum Beispiel Multiple Sklerose hat, die eine COPD hat, die wegen was ganz anderem jetzt in die Notaufnahme gekommen ist. Und steckt sich dann durch euch mit Grippe an. Und das ist nicht nur schlecht, das ist echt unverantwortlich. Gerade Patienten, es gibt ganz viele Patienten, die Immunsuppressiva nehmen. Zum Beispiel gerade schon COPDler, die permanent Cortison nehmen, gelten schon als immunsupprimiert. Da haben wir noch überhaupt nicht von den Patienten gesprochen, die aufgrund von MS, MTX nehmen, die Lebertransplantierten, die Nierentransplantierten, generell Lungen-, Herztransplantierten Patienten. Also es gibt eine ganz, ganz große Gruppe in unserer Bevölkerung, die immunsupprimiert ist. Das heißt, die haben gar kein Immunsystem. Und wenn ihr mit denen in Kontakt kommt und ihr seid nicht geimpft, dann haben die mitunter ganz, ganz schwer bis zum Tode hin verlaufende Grippeverläufe. Und das muss einfach nicht sein. Also ihr habt eine Verantwortung für euch und ihr habt eine Verantwortung für die Patienten, mit denen ihr umgeht. Ja, und jetzt höre ich immer, ja, also ich lasse mich nicht impfen. Ich habe immer, wenn ich mich impfen lasse, habe ich irgendwie Reaktionen und dann geht es mir schlecht und dann habe ich Fieber. Ja, mein Gott, ganz ehrlich,
Den Verlauf, den ihr jetzt beschreibt, das ist der Verlauf einer ganz normalen Erkältung. Das kennen wir alle. Ja, wir fühlen uns krank, ja, wir fühlen uns schlecht, aber das hat nichts mit dem Grippeverlauf zu tun. Das Problem bei Patienten, die sich mit einer Influenza anstecken und zu den Patientengruppen gehören, die ich eben genannt habe, oder eben auch die jung und gesund sind. Und da muss ich ganz klar sagen, jetzt muss ich einmal da nochmal wirklich appellieren. Wir haben in der Grippesaison 2000 18, 2019, junge, gesunde Menschen an der ECMO auf der intensivmedizinischen Station versterben sehen, weil sie sich nicht gegen Grippe haben impfen lassen und mit der Grippe infiziert haben. Das Problem ist bei Grippe, dass man ganz, ganz anfällig ist für Superinfektionen, also sprich bakterielle Infektionen wie Lungenentzündung, das gibt Blutstrominfektionen, das gibt septisches Multiorganversagen, also das gibt ganz, ganz schlimme Verläufe, die mitunter tödlich enden. Und die WHO, also die World Health Organization, die sagt ganz klar, liebe Leute, statistisch gesehen ist die Influenza die Krankheit, die am meisten Todesopfer weltweit fordert. Das liegt einfach daran, dass so viele Menschen weltweit sich mit Influenza infizieren und dementsprechend sind natürlich auch die Todesraten viel, viel höher. Also ich möchte euch einfach sensibilisieren dafür, zu sagen, Mensch, es ist ein Pieks, ich schütze mich, ich schütze vor allen Dingen andere. Die Grippe ist einfach kein Spaß, die Grippe ist eine hochinfektiöse Erkrankung. Und ich kann euch nur sagen, zieht euch einen Mundschutz an. Zieht euch Handschuhe an, bei jedem, wo ihr irgendwie glaubt, vermeintlich mit dem in Kontakt zu kommen, der Grippe hat, und versucht, heil über die Grippesaison zu kommen. Ein Pieks rettet das Leben. Das ist nicht übertrieben. Also, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich weiß noch nicht genau, über welches Thema ich da rede. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Ideen habt, schreibt mir eine Nachricht. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, mir folgt auf Facebook, auf Instagram und beim nächsten Mal bei Häusner Rede Tacheles wieder dabei seid. Ich freue mich. Bis bald. Ciao.